4,46. Wird aktuell als Topzeit angezeigt. Tilman also schneller. Und jetzt der Felix Schmidt auf 204,64. Behalten wir also im Auge als Topzeit für die verbleibende Fahrt der vier Athleten, die noch einfahren müssen. Jugendli, Soriano und Hein. Okay, Daniele fährt schon. Aber 107,47, Rang 3 für Olof Jung vom BSF 2 Brücken. Jetzt kommt noch bei Ortsnach Joshua Lietz für den VfL. Und dann zweimal Bamberg mit Daniele Soriano und Jakob Hein. Ja, Sie merken, wir nach hinten aus. Oh, Feuer. 30 die Athleten in der Regel dann vorne mit ein oder fahren mit Spitzenzeiten. Joshua Lietz schafft das nicht, aber es wird eine 111,49 und damit Rang 6 hinter Max Dili. Daniele Soriano und Jakob Hein, die beiden können noch unter diesem 104 runterfahren. Ob das so passieren wird, werden wir gleich wissen. Mit der 42, Daniele im Bereich der 18-19. Insgesamt 22 Tore sind gegangen auf der Strecke. Hopp, 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 hopp! Rang 2, 106,61. Hopp, hopp, hopp! Wenn sich das jetzt mal anschauen, 104,64, dann zweimal 106, einmal 107, kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, welche Fehler hier auf der Strecke gewertet wurden, aber dann sehen Sie mal, wie viel so eine Torberührung mit 2 Sekunden ausmachen kann, wenn man fehlerfrei fährt. Kann das durchaus eben bedeuten, auch ganz oben auf dem Podest stehen oder im Wettkampf dann leer auslegen. Und das gilt auch für Jakob Hein, der hier den Wettbewerb abschließt mit einer tollen